Toys. Heute melde ich mich vom nordamerikanischen Server zum Erledigen meiner Daily Quests. In diesem Fall gewinne zwei Spiele mit dem Schaman. Ja, noch irgendeine Klasse, aber in diesem Fall Schamane. Hier rechts mein Deck. Ich habe bekannte Schamanenkarten dabei, wie zum Beispiel einen Blitzschlag. Ich habe die Waffe des Felsbeißers dabei. Ich habe das Flammenzungen-Totem dabei. Ich habe Verhexung dabei. Den Wildgeist habe ich dabei. Ich habe zweimal das Feuerelementar. Finde ich, darf in keinem Schamanendeck fehlen. Des Weiteren sind neue Karten dazugekommen. Mech-Karten. Ich habe den Mech-Warper, der meine anderen Mechs halt günstiger macht. Ich habe die Micro Machine, die zu Beginn jedes Zuges einen Angriff dazu bekommt. Besonders gut, ja, oder geeignet, wenn Spott zur Verfügung steht. Da kann da kleine Dinge echt Rabatz machen. Ich habe den Terrorwolf dabei. Ist im Schamanendeck meines Erachtens nach auch nicht fehl am Platze. Ich kann halt immer Totems ausspielen und durch den Terrorwolf bekommen diese halt plus einen Angriff. Wo wir gerade bei Totems sind, Totem der Vitalität für mich neu, stellt am Ende des Zuges vier Leben bei dem Helden wieder her. Bislang war ja eigentlich so das Problem, dass der Schamane sich so nicht heilen konnte. Und ja, ich probiere es einfach mal aus. Dann den wirbelnden Zapomat zweimal. Windzorn-Diener, auch sehr stark. Ich habe das Erntegolem dabei, den Spinnenpanzer, meines Erachtens nach auch eine sehr starke Mech-Karte. Den bemannten Schredderer, der, wenn er zerstört wird, einen Zwei-Mana-Kosten-Diener herbeiruft. Ist zwar random, kann manchmal ein ganz flachsiges Ergebnis ergeben. Teilweise ist er aber auch eher Mess-Diener. Ich habe den mechanischen Yeti dabei, als Ersatz für den Eiswind-Yeti. Den Verteidiger von Argus, der sich im Schamanendeck immer gut macht. Den Schicksalshammer als Schamanenkarte dabei, besonders gut in Verbindung mit der Waffe des Felsbeißers. Dann einmal den azurblauen Drachen, der meinen Zauberschaden halt verstärkt und mir noch eine Karte beschert. Kane habe ich dabei. Ich finde, gut 6 Mana, ein bisschen teuer, aber dafür bekomme ich ja eigentlich zwei Diener mit 4 Angriff und 5 Leben. Und ja, das war's. Wie das Ganze jetzt so läuft, werden wir sehen. Ich wünsche euch viel So, Spaß gegen beim Rexa. Zusehen. Ich hoffe ja mal, dass es hier um Position 21 noch ein bisschen gemütlicher zugeht. Ich behalte den Blitzschlag und einen Zap-O-Mat. Wohl für die vierte Runde. Ja. Tja, dann mache ich mal nix. Was kommt? Ah, das ist natürlich sehr aggressiv. Den Coin einzulösen, um die 2 Schaden Heldenfähigkeit auszulösen. Also Hut ab, Mütze auf. Ja, der kommt ja wie gerufen. Den Spinnenpanzer. Nächsten Runde dann den Schredder. Den Verteidiger hebe ich mir noch auf. Für später. Kann man nämlich auch wunderbar zwischen die Totems legen. Harter Tobak, auf jeden Fall. Erste Fass weg.
Oh, da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich den in den Griff kriege. Wird bestimmt den Hundemeister auf der Hand haben. Und dann haben wir da rucki-zucki einen 5-9er Sport liegen. Das ist nicht akzeptabel. Ah ja, kurze 15. Noch ein Totem. Ja, wunderbar, Zaubertotem. Da macht unser Blitzschlag schon 4 Schaden. Anstelle von 3, aber ich denke mal, das weiß Ottmar auch und deswegen wird er sich um das Totem kümmern. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Gut, jetzt komme ich auch endlich mal zu Potte. Erstmal nehme ich ihn den komischen Köter. Ich denke, das Totem der Vitalität spare ich mir für die nächste Runde. Oder noch besser die übernächste Runde. Da kann ich irgendwas bauen mit dem Verteidiger. Die Erdenmutter ist nah. Nehmen wir den Kane. Den Schlachtzugleiter. Okay. Ja, ich denke. Genau. Ich nehme den Verteidiger. Spielen Totem. Wunderbar. Mit der Mannersüchtigen. Den Schlachtzugleiter und mit dem Herrn Bluthof oben rein. Nimmt er mir auch noch mein Heiltotem? Naja, egal. Spiel den. Und noch ein Schredder. Mache ich das denn am besten? Ja. Mach das so. Auf in die Bresche. So. Und spielen Totem. Er könnte ruhig mal in Sport kommen, ne? Aber nein.
Ja, hau ich jetzt mal ein paar Totems raus. Schön, wenn er nochmal Lass die Hunde los auf der Hand hat. Jetzt nicht wahr sein. Moment. Mach ich das so? Dann mach ich das so. Spielen Tote. Kämpfe meiner Seite. Ja, das war's. Tada! So, gucken wir mal, ob da einen zweiten Ausflug. Ein Druiden. Ja. So, da packe ich doch mal. Obwohl. Ja. Spinnenpanzer über Erntegolem oder. Ne, Erntegolem über Spinnenpanzer. Eigentlich Flammenzung Totem auch weg. Eigentlich alles weg. Oh, weiß ich nicht, ne? Wie man sich entscheidet, ist sowieso falsch. Ja, da kann man aber auch was draus machen. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich das hinkriege, aber grundsätzlich. Ah, die weite, weite Welt. Ja, soll ich den Coin opfern? Ich denke nicht, ne? Ich denke, ich mache nichts. Ich frage mich, ob... Ein bisschen Glück nimmt er nur die Heldenfähigkeit. Ey, wir sind in der zweiten Runde. Was gibt es denn da jetzt? Also. Ja, komm, nimm Heldenfähig. Ja, genau, so wollen wir das sehen. So. Da brauche ich auf jeden Fall schon ein bisschen mehr als die Heldenfähigkeit und ihn hier. Tradet nicht mal. Okay. Genau.
Spiele ich den Mech Warper. Jetzt habe ich zwar einen Angriffspunkt verschenkt, aber gut. Ich habe schon gedacht, da wäre ein super Ziel für Prankenhieb. Ne, ich guck lieber, dass ich ein paar Diener aufs Feld kriege. Dann spiele ich das Erntegolem. Und das Schlangenzungentotem. Das war's. Okay. Da können wir ja dann mal ein bisschen auf das Feld legen. Und da gibt er schon auf. Das hat aber auch wunderbar geklappt. Siegesträhnenbonus und Stufenaufstieg. 40 Gold und 60 Gold erhalten. Ja, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Zwei schöne Spiele mit meinem Schamanen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Proteus. Ciao.